Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu den neuesten Trash-News. Und mit dabei Kater Luke, der ist aber noch am Schlafen, denn der, ja, der ahnt noch nicht, was die Katzen auf leisen Pfoten hier verursacht haben. Und Freunde, ich weiß nicht, ob ihr früher gerne Columbo geschaut habt. Ja, aber ich fühle mich zurzeit sehr als Columbo und einige andere Hobbydetektive auch, denn wir sind nah dran herauszufinden, mit wem sich Iris Klein eigentlich datet. Es kann uns ja egal sein, aber da wir alle hier an der Wahrheit interessiert sind, sind wir auch der neuen Spur von Iris Klein gefolgt. Und ja, wir haben sogar etwas herausgefunden. Und wenn ihr jetzt sagt, wow, Danny, wir haben genau Lust auf diese freundliche Art des Trash, wo wir immer höflich miteinander sind. Für dich herzlich eingeladen, mir hier auf YouTube zu folgen. Wir sind eine kleine Community und ja, jagen gemeinsam immer nach der Wahrheit. So, also was hat sich zugetragen? Ihr habt das ja mitbekommen. Gestern hatte Iris Klein ihr zweites Date mit der 10 von 10, dem Mann, dem einen. Und nein, es ist nicht German Jackman alias Jan Schick. Nein, es ist jemand anderes. Und da möchte ich mit euch noch einmal in die Vergangenheit reisen und euch mal zeigen, womit alles anfing. Denn das ist für unsere Wahrheitsberichterstattung hier sehr wichtig. Das ist ein Ausschnitt, den Iris Klein zuerst gezeigt hat. Und hier sehen wir zuerst die Hand von Pedro, dem Möbelpacker, oder Peter, dem Ex, oder Lukas, dem Schwiegersohn. Wir wussten es nicht, aber wir wissen es inzwischen schon. Zumindest können wir einordnen, wo dieses Bild zustande kam. Ihr seht hier das schöne Geschirr im Hintergrund, der Golfplatz. Ich habe ja hier schon gesagt, das könnte ja der Golfplatz von Andratsch sein. Das habe ich so in meiner kleinen Wahrsagerfähigkeit vorhergesagt. Und nun ja, ich zeige euch mal, wozu diese Kaffeetasse gehört. Hier haben wir einen Ausschnitt und hier seht ihr, das ist die Kaffeetasse und das ist Golf Son Goal. Goal, sagt man es? Golf Son Goal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier dieselbe Kaffeetasse, dasselbe Gedeck, sogar dieselbe Unterlegematte. Also wir scheinen den entsprechenden Ort gefunden zu haben. Jetzt ist aber die große Frage, wem gehört denn dieser blaue Pullover? Und zuerst war ich hier selbst auf dem Holzweg. Ich dachte, es ist Tommy Franke, den wir ja schon gesehen haben vom Hard Rock Katzen Metal Café. Aber nee, irgendwie weiß ich nicht. Also ich war mir hier nicht so sicher, das hätte eigentlich ganz gut gepasst. Gerade dieser blaue Pullover, aber nee, das war's nicht. Und dann ist etwas passiert. Ich zeige euch jetzt mal einen Ausschnitt von Iris Klein. Und dann, ich muss das so ein bisschen kommentieren, wundert euch nicht, weil ich habe hier mal die Musik ausgeschaltet. Hier sehen wir aber sie in ihrem Golfdress, wie sie über den Golfplatz läuft und alles ein bisschen hier zeigt. Im Hintergrund nochmal den Teich und gleich sehen wir sie mit dem Golfcar durch die Gegend düsen. Ich glaube, das war für Iris Klein ein Heidenspaß, dort auf der Anlage unterwegs zu sein. Und ja, wir sehen, es ist wirklich ein Golfplatz. Also ich habe das gestern so einfach nur ins Blaue gesagt, aber ich scheine recht gehabt zu haben, denn sie wird jetzt gleich mit so einem Golf-Cadillac hier mit Vollgas übers Feld brechen. Man könnte meinen, es ist für sie was ganz Besonderes. Und hier sehen wir sie. Jetzt achtet mal auf die Scheibe. Und hier haben einige Hobbydetektive etwas gesehen, was mir zuerst nicht aufgefallen ist. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich bei, ja, Betty Ort bedanken, denn sie ist hier einen Schritt schneller gewesen als ich. Deswegen werden wir auch gleich Betty Ort hier zitieren und ihre Quelle angeben. Dann zeige ich euch das mal. Und jetzt seht ihr, hier kommt das Auto und hier haben wir eine zack kurze Spiegelung gehabt. So, das war alles. Aber diese Spiegelung, die hat etwas aufgefangen. Und zwar sehen wir hier eine Spiegelung, hier zitiert von Betty Ort. Und hier sehen wir diesen Mann. Olaf Möhle, glaube ich, spricht man das aus, ja? Oder Olaf Möhle, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist er. Und es könnte er gewesen sein, zumindest dieser blaue Pullover würde passen. Und dann habe ich mir mal gedacht, wir schauen uns doch mal das Instagram-Profil ein bisschen an. Schaut mal hier,
Zack, und hier ist er. Und er scheint ein Golfer zu sein, ein Sportler. Olaf Möhle. Seid mir nicht böse, wenn ich es falsch ausspreche. Auf jeden Fall scheint er hier Golfer zu sein. Und hier sehen wir auch wieder Son Goal, was ich vorhin schon vorgelesen habe, was auch auf den Kaffeetassen stand. Ich hoffe, es ist euch nicht so weit hergeholt, aber ich zeige euch das nochmal hier. Golf Son Goal. Und dann hatten wir, wie gesagt, gerade das Bild, wo hier, zack, da ist es. Also es scheint wirklich hier ein sehr, sehr naheliegendes, naheliegender Verdacht zu sein. Und jetzt haben wir hier nochmal eine Story, die mir die liebe Angie zugeschickt hat. Und hier sehen wir nochmal in ihrer Story einmal den Pullover, den blauen Ärmel und natürlich dann ihn selbst. Das ist zwar alles ein bisschen länger her, aber vielleicht ist das ja sein Golfspielpullover. Und es könnte wirklich sein, dass wir ihn gefunden haben. Das Date von Iris Klein. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass es ja doch so einfach ging, aber das scheint er hier zu sein. Der Date-Mann. Hier sehen wir ihn nochmal. Das scheint er zu sein. Hier, Sonja Zietlow sogar. Ich bin ganz verrückt. Ich sehe sie gerade. Sonja Zietlow, ja. Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch der Meinung seid, dass das schon sein kann. Oder glaubt ihr, nee, das stimmt alles nicht. Das ist Unsinn. Das würde mich mal sehr interessieren, wie ihr das seht. Aber für mich, der das hier so aus dem Hintergrund beurteilt, ich würde schon sagen, das kann schon sein, dass er das Date war. Das zweite Date, eines sollten wir nicht vergessen, heute ist ja Mittwoch und Renata Furry hat uns ja gesagt, dass heute ja ein weiteres Date auf Iris Klein wartet. Da bin ich mal sehr gespannt, was da heute auf jeden Fall stattfindet. Was ich euch aber noch sehr, sehr gerne empfehlen würde, gestern gab es ein sehr interessantes Video, das verlinke ich euch mal hier, zack. Da hat Jamila Rowe ein bisschen über Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis gelästert. Das war schon sehr, sehr interessant. Und es gab gestern nochmal eine erneute Eskalation von natürlich Iris Klein, die extrem heftig gegen Peter Klein und Yvonne Wölke geschossen hat. Auch ein sehr, sehr spannendes Video, das verlinke ich euch noch einmal hier. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns nachher hier wiedersehen. Das nächste Video kommt heute um 11, ja, so wie jeden Tag. Ich lade dreimal für euch hoch und um 11 Uhr geht es weiter mit den Trash News. Vielleicht wissen wir dann ja auch ein bisschen mehr von dem Golf-Date oder von dem neuen Date oder von Peter, denn der macht auch zurzeit eine sehr schwere Zeit durch und da habe ich auch ein bisschen was für euch zusammengesammelt. Also es bleibt spannend bei mir auf dem Kanal. Und mit der Videothemenfindung, ich bin auf jeden Fall nah dran und Betty Ort auch und auch die anderen, die hier mit zusammenarbeiten. Und ich finde, das ist nochmal erwähnenswert, dass man einfach sagen muss, dass ich es sehr, sehr schön fand, dass es hier viele gibt, die einfach gemeinsam zusammenarbeiten, um an die Wahrheit heranzukommen. Und das macht dadurch umso mehr Spaß, Freunde. Ich werde mich jetzt verabschieden, wünsche euch aber noch einen hervorragenden Morgen, einen schönen Start in diesen wundervollen Mittwoch und freue mich, wenn wir uns um 11 wiedersehen. Macht es gut! Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.